Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Visage. Ja, letztens sind wir wie verrückt durch die Spiegel gerannt, ohne ein ernsthaftes Ziel zu kennen. Ja, jetzt weiß ich es besser. Es gibt ein ernsthaftes Ziel. Und zwar die Spiegel in der richtigen Reihenfolge abzugehen. Den ersten hatten wir. Und der zweite Spiegel heißt Keller, direkt gegenüber vom Lagerraum. Jetzt ist natürlich die Frage, was der Lagerraum ist und ob das der Spiegel hier ist, aber das glaube ich nicht. Aber es wird gespeichert. Ich versuche in der Zeit wieder rauszufinden, wie ich rennen kann. So, greifen. Es gibt keinen Hinweis, dass der Schlüssel hier passt. Wie rannte man nochmal? Ah, okay. Ja, die Lampe ist ja aus. Das vergesse ich immer gern. So. Sollte ich auf jeden Fall erstmal nicht verrückt werden. Und ich möchte gerne das wieder nehmen. Sehr schön. Und trotzdem, linker Stick ist. Oh, man kann sogar zoomen. Kleiner Moment, ich muss noch kurz in die Steuerung wieder rein. Rennen ist LT. Ja, merkt man. So, gegenüber vom Lagerraum müssen wir hin. Wo ist der Lagerraum? Das hier? Das heißt ja Schrank irgendwie. Da! Naja, das passt schon irgendwie. Ich krieg's noch nicht auf. Ich kann die Tür nicht bewegen. Die geht. Aber die hier? Keine Chance. Na gut. Dann versuchen wir es mal mit Gewalt. Behaupt mal, das ist der richtige. Hier können Kerzen aufgestellt werden. Habe ich zufällig eine Kerze? Nein. Was ist das nochmal? Ah ja. So. Ja, wenn man sich an die Steuerung dann irgendwann wieder gewöhnt hat, ist es nicht viel besser. So. Na, Jumpscare? Okay, ich glaube, ich kann mich dann irgendwann, oder ich muss mich dann hier irgendwie verstecken. Weiß ich nicht. Okay. Da passiert nichts. Nein. So. Ich kann hier nichts machen, oder? Ach doch, ich kann mich bewegen, aber wenn ich nichts tue, dann passiert auch nichts. Okay. Oh, ein neues Feuerzeug. LT halten, greifen und R bewegen. Klappt nicht. Also entweder ist die Steuerung jetzt hier verpackt. Ach, jetzt geht's. Okay. Ein Haufen Kreuze. Das waren nicht meine Schritte, denke ich. Und da hängt jemand. Frage setzt. Kann ich hier irgendwie drüber, weil springen gibt es ja nicht so wirklich. Kann ich mich hier vielleicht durchqueren? Ah.
Okay. Boah. Gut. Ah, ich glaube, das. Ja, hier ist ein Gang. Ja. Ah, die andere Seite der Tür, alles klar. Weißt du, wo ich bin? Da sind wir bei dem Thema Orientierungsproblem. Das war cool. Fragezeichen. Immer schön sparsam sein. Ah, ich bin auch gekauert, okay. Ein Leuchtkreis und drunten hängt eine. Gehen wir erstmal eine Runde rum. Ein Mechanismus. Irgendwie wird es jetzt verschwommen, das ist unangenehm. Okay. Mit dem Mechanismus kann ich offenbar aktuell nichts anfangen, oder ich habe wieder mal nicht den richtigen Abschnitt. So, das wird er wieder nicht schaffen, oder sie. Okay. Jetzt bin ich einmal einen nutzlosen Kreis gerannt. Oh. Links aufheben, rechts aufheben. Puh. Moment. Nee, fallen lassen wir es nicht. Ach, ich kann ja den Hammer gar nicht lagern. Ja, okay. Wenn ich jetzt noch das Loch finde, ist das nicht bescheuert ohne Feuerzeug? Man sieht hier gar nichts. Aber ich kann ja den Hammer nicht ablegen. Ich versuche jetzt mal, oh, halt, das wieder liegen lassen, weil ich nicht. Weil ich, ja, oben liegt dann noch ein Feuerzeug, weil ich es versehentlich wieder weggeschmissen habe. So, hier lang geht's dann. Okay, wir stehen jetzt noch perfekt in die Richtung. So, nein, ich darf nicht damit rausgehen, das habe ich gelernt. So, und jetzt hier in die Richtung ging es irgendwo. Genau. Jetzt habe ich das Kreuz auch nicht bei mir, oder? Solltest du das Kreuz mitnehmen? Doch, ich hab's dabei, okay. Hehe. Jetzt komm raus, versteck dich nicht. Ich komme nicht hoch, wenn ich das Ding in der Hand habe. Ja, wo ist das Kreuz? Jetzt rechts? Links? Muss ich echt meinen Hammer hier lassen? Den werde ich doch noch brauchen. Oder ich kann das jetzt von hier oben nehmen. Kleinen Moment, versuchen wir das mal. So. Ja. Ich frage es jetzt natürlich, was ich damit machen kann. Hier komme ich nicht lang. Ein Kreuz mehr oder weniger. Was macht den Unterschied? Oh, stimmt ja, man kann ja rennen. So. Vielleicht kann ich das Kreuz hier irgendwie.
Donau. Habe ich noch die Kurbel? Ich glaube, das war doch die. Sicher, dass ich die nicht erwähnen kann? Gut. Ah. Trotzdem konnte ich nur das eine Kreuz aufnehmen. Ja. Ich wollte gerade springen, um zu gucken, wie es aussieht, aber ich vergaß, das ist in dem Spiel ja nicht so einfach. Steht cool. So. Gut, jetzt habe ich den Heiland hochgeholt. Wieder runter? Wir gehen einfach mal wieder runter. Wenn man keinen Plan hat, versucht man. Stimmt, das ist die Gelegenheit, auch die Feuerzeuge wieder aufzuheben. Ach komisch, ich kann wirklich nur das eine Kreuz hochheben. Jetzt habe ich den hochgeholt, den guten. Ach nee, hier ist noch ein Kreuz. Was kann ich damit machen? Ja, ihr habt recht, Verzeihung. So. Ich sprinte jetzt einfach mal hoch. Hab irgendwie nicht so das Gefühl, dass hier in den Treppengang die Lösung steckt. Hier, hast du noch eins. Das ist einfach so unlogisch. Oh, warte mal, ich sehe es, glaube ich. Da hat er was an der Brust. Oh, das muss man erstmal sehen. Ein blutiges Messer. Kein gutes Zeichen. Wie führt mich das blutige Messer jetzt weiter? Schauen wir uns das nochmal genau an. Ja, im Dunkel. Stimmt, das müsste ich auch mit der Schnelltaste hinkriegen, ne? Okay. Machen wir uns erstmal wieder runter. Ah. So, wo könnten wir ein blutiges Messer jetzt hier gebrauchen? Ich gehe jetzt noch kurz in den Vorraum zurück. Schließt sich mir zwar sinnlich. Boah.
Wie darf ich mich jetzt bewegen? So, okay. Also ich kann nur rückwärts laufen. Ne? Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich auch gar nicht gedacht, dass ich zurückgehe. Eigentlich wäre das Messer gut, wenn man das in eine Art Mechanismus stecken könnte. Gut dann. Kennt ihr den Moment, wo der Postbote klingelt, weil für die Nachbarin ein Paket kommt? Na gut, er hat eine gute Zeit abgepasst. Das ist jetzt gar nichts Gruseliges, aber es hätte auch andersrum sein können. So. Genau, wir suchen jetzt, was wir mit diesem komischen Dolchmesser, wie auch immer wir es nennen wollen, anfangen können. Ich kann die auch alle hochschleppen. Das sind nur dieselben. Auf der Rückseite vielleicht? Auch nichts. Zack. Hier ist echt nicht wirklich viel. Ja, wird mir nichts bringen, die ganzen Dinger hochzuschleppen. Das kann ich auch nicht bewegen. Okay, liebe Spielemacher. Fühlt sich weniger wie ein Rätsel an, als wie eine Rennerei hier. Die Kurve habe ich schon gedreht. Jetzt gucken wir uns mal die Wand an, ob es hier irgendwas wie eine Geheimtür gibt, die mit einem Schlitz aufgeht. Ja, das ist ein Abgrund, das ist klar. Oh, sind wir schon einmal im Kreis? Ehrlich? Kam gar nicht so lange vor. Hier steht doch nichts da, das heißt, ich kann es nicht nochmal aktivieren. Jetzt wieder runter bringt nichts. Ne, das ist nur Lichtreflex, okay. Was könnten wir noch machen? Keine Geheimtür. Warum habe ich mir ein Kreuz wieder geklaut? Die habe ich hier beide hingelegt. Ich habe jetzt nur eine einzige Idee noch, die ist aber eigentlich ziemlich bescheiden, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe nicht, dass das wirklich die Lösung ist. Ich versuche jetzt irgendwie so ein Kreuz da über den Abgrund zu legen, aber da der Charakter hier kann ja nicht wirklich was. Kann ich es mir nicht vorstellen, aber ansonsten gehen mir gerade die Ideen aus. So, komm her, du Kreuz. Weil von der Länge her passt es ja. Und wenn man geschickt ist, könnte man drüber balancieren. Aber das ist geschickt und so, das ist jetzt nicht gerade die Worte, mit denen ich unseren Charakter beschreiben würde. So, ja. Normalerweise gibt es noch irgendwas. Ja, das hat doch super funktioniert.
Es fällt nicht, wie ich möchte. Ja, ach, schau mal an. Jetzt hast du ihn allein gemacht. Okay, das scheint wirklich eine Lösung zu sein. Wir versuchen es einfach mal. Okay. Gut, dass die Lösung nicht so unglaublich unwahrscheinlich war. Jetzt hat er schon wieder das Feuerzeug. Weil ich nicht mit Start aus dem Menü rausgegangen bin. Ach, ist jetzt egal. Ja, ich gebe zu, aktuell ist ein bisschen frustrierend. So, zu damit. Maschinengewehr! Yo! Tolores, das war's für dich. Okay, Schrotgewehr wahrscheinlich eher, Entschuldigung. Finde ich cool, aber unpassend. Ja. Hä? Was das jetzt? Hä? Hey, Moment. Stopp. Stopp, 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 stopp. Da war doch eine Zwischenetage gerade, oder? Ich bin doch gerade zwei Etagen gefallen. Oh, ich hasse dieses Rumrennen. Huch, falsch rum. Vor allem hat das mit dem Messer doch gerade mal nichts zu tun gehabt. Ne? Andersrum wäre schneller gewesen. Es müsste doch möglich sein, nicht zwei Etagen zu fahren. Okay, man fällt immer zwei Etagen. Blöd eh. Was ist das jetzt? Ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe eher das Gefühl, ich stelle mich zu blöd an. Entschuldigung schon mal dafür nebenbei. Huch. Das ist definitiv nicht die Ebene. Ja, komm, hoch mit dir. So. Okay. Man kann anscheinend nicht besser landen. Ja, dann gehe ich jetzt hier wieder raus. Gut. Wir versuchen jetzt einfach mal weiterzumachen. Anscheinend war das hier wirklich alles. Wie gesagt, das kommt mir allerdings unfertig vor, verglichen mit der vorigen Szene. Aber vielleicht ist das hier ein Stilbruch. Vielleicht brauchen wir einfach nur das Messer. Fürs nächste, das heißt ja, dass wir die Spiegel in einer gewissen Reihenfolge abgehen müssen. Huch, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen hier. So, ich muss auf die zweite Etage, heißt es. Gegenüber der Elternräume. Ich täusche. Ach, war hier zu? Sie hat ja ein paar Wege zugemacht. Ah, es lädt, das ist schlecht. Da ist zu. Ich weiß gar nicht, wie wir am besten hochkommen. Irgendwann blickt man hier nicht mehr durch.
Ist ja auch zu? Jo. Wir müssen noch über den Spiegel hoch, glaube ich. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung mehr, wo der Spiegel ist. Der ist es nicht. Hast du die Lampe schon wieder ausgemacht? Ja, ich bin ja schon hier, stehe im Hellen. Das dauert aber lange. Ach nee, ich glaube, das war die Tür, die zu war, ne? Ja. Stromraum. Ist auch dunkel. Ich sehe gerade wieder noch keinen Lichtschalter. Das Feuerzeug ist leer. Na, jetzt wird es mit Feuerzeugen dann doch langsam ein. Okay. Gab es jetzt noch einen anderen Weg hoch? Oh. Frustrierend. Ich weiß nicht mehr, wo es lang geht. Oh, auch leer? Nö. Hängt noch ein bisschen, okay. Ja, aber die Werkstatt kommen wir vielleicht noch, genau. Ach, auch zu. Da, das führt hoch. Ah, war vielleicht nicht dahin, wo ich will. Nein. Das hat mir leider nicht geholfen. Ehrlich gesagt fühlt sich das so an, als wollte man das Spiel künstlich in die Länge ziehen. Warum kann ich nicht einfach hochgehen? Was hätte der Geist für einen Grund, mir einen Weg zu öffnen und alle anderen zuzumachen? Ja, das ist die Küche. Aber hier kam ich ja auch wieder nicht weiter. Hier war ja auch, glaube ich, unsere schwache Wand. Ja. Auch nur sogar so, oder? Wo hat denn jetzt nur dieser eine einzige Weg, den es offenbar gab? In dem man sich den Kopf hat merken müssen. Also kleiner Tipp, wenn ihr das Spiel spielt, macht euch viele Notizen. Shit, da ist sie! So, wo ist jetzt, ich weiß, dass es irgendwo beim Grammophon war, der richtige Spiegel, der ist es nicht. Na, warum willst du die Tür zu machen? Magst du es dunkel? So, machen wir hier erstmal kurz Licht an, so, manuell hoch dürfen wir nicht. Ging es hier nicht mal irgendwie rum? Nein? Gut. Ah, hier ist eine Kerze. Hier ist eine Kerze. Gut, dankeschön. Dieses Gefühl, wenn man weiß, dass man eigentlich irgendwo richtig ist, aber doch nicht weiß, wo.
Jetzt versuchen wir hier mal eine Kerze aufzustellen. Ah ja, wir stehen in der Dunkelheit, das sollten wir vermeiden. So. Jetzt nehmen wir in. Ist egal erstmal. Meine Kerze ist weg. Ach so. Ach, ich bin nicht mit. Leute, ernsthaft, die Steuerung ist voll uncool. Zack. So. Wo ist jetzt dieser Raum? Nein. Hallo? Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ah, hier ist ein Lichtschalter. Das Feuerzeug ist leer. Ja, dann schmeißen wir es mal weg. Wie ist es leer, das Fass? Ja, müsst ihr schon entscheiden. Ernsthaft, ich finde mich nicht mehr zurecht. So. Und ich dachte, hier führe ein Weg wieder hoch. Das Licht ist an, ja, merkt man. Hier ging es auch nicht wieder zurück. Ah, ich sterbe gleich wieder. Hi Dolores, hau ab, ich bin in der Sackgasse. Verpiss dich. Komm, sei lieb. Okay, das hat mich jetzt irgendwie gerettet. Das zweite Rätsel können wir vergessen in der Geschwindigkeit hier. Es führt einfach keinen Weg mehr hoch. Oder ist so gut versteckt, dass man es nicht mitkriegt. Wie auch immer. Ja, das war der, wo wir gerade waren. Es ist nicht schön. Ich darf mal einen Elmisch hoch. Ah, da kommt sie wieder irgendwo. Mal sehen, vielleicht lässt sie mich hier in Ruhe. Böse Dolores. Okay, weiter geht's. Der Durchgang war nicht da, wo ich mich dran erinnert habe. Es gab doch irgendwo auch ein Loch, wo man runterfallen konnte irgendwie. Und kam dann trotzdem oben raus. Wo war das nur? Es muss irgendwo wieder mal so sein, wo kein Mensch dran denkt. Ha! Wenn man Träume von spricht, ich habe mich erinnert und gefunden. So, jetzt muss ich noch einen richtigen Spiegel oben finden. Ja, komm. Gut. Hi, Jesus, wieder. Funktioniert nicht und es ist dunkel wie Sau. Ich muss dann zu den, ja, da wo die Elternschlafzimmer sind, hier ist der Spiegel. Hä? Ja gut, das dürftest du ja auch tun hier, ne? Hä? Okay, nee, ist auf jeden Fall laufen. Okay, das ist die Werkstatt. Liegt hier zufällig noch mal ein Feuerzeug oder so rum? Ich
könnte man jetzt gebrauchen wieder. Ja, nicht auf den ersten Blick. So. Hey. Jagt sie mich? Erst gut reden und schon treten. Wir beide werden keine Freunde. Das merke ich schon. Nee, ich muss hoch und nicht runter. Hier. Irgendwo. So, das Kinderzimmer, das. Das ist das Elternzimmer oder so. Ich glaube nicht, dass das der Spiegel ist, um den es geht, aber gut, versuchen wir es mal. Gegenstände einlagern. Dann können wir uns direkt mal die andere noch anhören. So, Gegenstand einlagern, Gegenstand aufnehmen. Wollte ich eigentlich nicht. Ist immer ein bisschen sehr kompliziert. So, hören wir mal rein. Nein, nicht bei mir lagern, da unten lagern. Hier, Kind. Dolores now has moments of severe psychosis. She loses contact with reality for long periods of time. She hardly remembers me anymore. She's lost her trust in me and it's becoming harder and harder to administer her treatments. She sometimes forgets where she is or even the fact that she has to wear clothes. She keeps on scratching her nails or banging her head on doors. She murmurs gibberish sentences and roams aimlessly around the house. The other day she even accused me of trying to poison her. I'm on the edge. I don't think I can take much more of this. How am I supposed to work, take care of the baby, and deal with her dementia all at the same time? Hm. Ja, okay, das ist ein schweres Schicksal, keine Frage. Aber, ja. Er ist nicht der Einzige, den es ja so geht. So, komm, die packen wir nicht rein und gut ist. So, jetzt muss ich mich trotzdem orientieren. Das hier war doch das Arbeitszimmer eher, oder? Gut, dass es hier nicht dunkel ist, aber hier ist ein Spiegel. Vielleicht geht's um den. Hi. Alles okay? Wow. Ich habe so das Gefühl, ich sollte mich erstmal umschauen. Wie halt mit Glühbirne? Achso, mit Glühbirne. Hey, da können wir eine Glühbirne verwenden. Die Lampe funktioniert noch? Ja, sagt mir doch nicht, ich soll eine Glühbirne verwenden, damit ich sie benutzen kann. Und wenn sie funktioniert, warum macht sie kein Licht? Okay. Jetzt brauche ich doch wieder mein Feuerzeug. Eigentlich das einzige wirklich richtig sinnvolle Item hier im Spiel, muss ich sagen. Es sind überall Lampen. Gibt es denn nicht irgendwo einen Lichtschalter dazu? Na gut. Dann. Stimmt, wir können auch in die Schubfächer schauen. Das Radio ist nur Deko offenbar.
George wird mir wohl nichts tun. Sei denn, er denkt, ich bin Dolores. Infusionsbeutel. Was damit noch auf sich hat. Eins der Messer scheint zu fehlen. Ey Leute, das ist aber echt makaber. Ich hab ein Messer. Das kann ich hier nicht verwenden. Ernsthaft. Okay, mal Hand hoch. Wer wäre normalerweise, wenn das Spiel das nicht gesagt hätte, auf die Idee gekommen? Jetzt nehmen wir wieder sauber geworden. Vorher war, glaube ich, Blut dran. Jumpscare? Der wird bestimmt gleich wach. Kleiner Schlüssel. Ernsthaft, irgendwas gefällt mir nicht. Was ist das? Weißt du, wenn ich spiele nie, wenn man fertig ist? Hier gibt's nicht weiter, ne? Ach, warte mal, hier ist eine Tür. Oh, okay. Ist eine Geheimwand sogar. Denn der Geheimwand ist nicht hier. Kein Hinweis, na, wäre schon bestimmt. Funktioniert wohl. Hey, ich habe keinen Bock, dass der mir nachlatscht. Obwohl, wenn es ein Geist ist, wird er die Tür nicht aufhalten. Ne? Ja, interagier damit. Ah, das ist dann für das Mobile. Was haben wir noch? Noch ein Tape. Taubeninfusionsbeutel. Das klemmt. Hi! Keine Ahnung, ob das gut ist. Er sah nicht zufrieden damit aus. Steht jetzt davor? Okay, er ist weg. Hallo? George? Wer hat euch jetzt ins Bein gejagt? Ich will euch helfen, glaube ich zumindest. Okay, ja, hier. Ja, ist dunkel, Entschuldigung. So, hier ist hell. So, guck mal, ob wir hier aufhören können. Können wir, cool. Wow, okay. Nach vielen, vielen Rumrennen haben wir jetzt das zweite und dritte Rätsel von, ich glaube, 8 oder so sind es gelöst. Da machen wir dann noch weiter. Mal sehen, wie es weitergeht. Aktuell ist es eher ein bisschen nervig als gruselig oder spannend, muss ich gestehen, weil man nicht genau weiß, was man zu tun hat. Ich verabschiede mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass es trotzdem noch einigermaßen interessant für euch war. Und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!